Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute ist es endlich soweit. Ich update mein Portfolio für Kryptowährungen, das ich empfehle, bei einer Investitionssumme ab 500 Euro. Das letzte Mal hatte ich dazu im August ein Video gemacht und es ist wirklich mal wieder an der Zeit. Auf den ersten Blick sehen wir direkt, es hat sich einiges geändert. Steam ist beispielsweise rausgeflogen aus dem Portfolio, auch Bitcoin Cash, obwohl es jetzt gerade so einen starken Kursanstieg hatte. Aber das Portfolio soll ja ein langfristiges sein und da denke ich, reden wir dann gleich nochmal drüber, was bei Bitcoin Cash los ist. Aber gehen wir es doch wie immer mal durch. Denn insbesondere auch die Anteile haben sich jetzt verschoben und wir gehen jetzt einfach mal vom größten zum kleinsten Anteil. Bitcoin ist in meinem Portfolio der größte Anteil. Wenn du dir auch andere Videos anschaust, wo Leute ihre Portfolios vorstellen, wirst du sicher sehen, oft ist der Anteil an Bitcoin noch viel, viel größer an Portfolios, da Bitcoin einfach der ultimative Goldstandard ist. Stand heute, also Bitcoin ist immer noch über 7000 Dollar aktuell, ist es aber einfach so, dass sich Bitcoin in letzter Zeit so gut im Vergleich mit den Altcoins entwickelt hat, dass sich bei den Altcoins aktuell eben sehr großes Potenzial sehe, Nachholpotenzial sehe, was natürlich für eine gute Kursentwicklung dort in den nächsten Monaten spricht. Klar ist aber auch, ich muss dem Fall Rechnung tragen, dass wenn wir das alte Portfolio anschauen, dann war es so, dass wir für den Zeitraum, über den wir jetzt reden, August bis November mit 100% Bitcoin ganz klar am besten gefahren werden. Das hat natürlich Gründe, eben den China-Crash, ICO-Verbot und so weiter, was insbesondere Altcoins belastet hat, denn Bitcoins spielt natürlich im ICO-Markt kaum noch eine Rolle. Und um dem eben Rechnung zu tragen, obwohl ich jetzt im Prinzip optimistischer denn je für viele Altcoins bin, habe ich auch den Anteil an Bitcoin an meinem Portfolio etwas erhöht. Als nächstes kommen wir zu Ethereum. An dieser Position hat sich von Kursseite her nicht viel getan. Ethereum steht auf einem sehr ähnlichen Kurs wie damals, leichte Gewinne im Moment. Aber ich sehe noch größeres Potenzial als damals, denn wir hatten natürlich jetzt zwischendurch das Metropolis-Update. Dazu hatte ich auch mehrere Videos gemacht. Wir haben jetzt bald Raiden, wirklich auch live. Damit ist Ethereum dann auch fit für wirklich Mikrotransaktionen. Und ich denke, das ist eben alles noch nicht eingepreist, denn wir sind immer noch auf dem alten Preisniveau. Ethereum hat sich sehr weiterentwickelt. Bitcoin stand aus technischer Perspektive vollkommen still in dieser Zeit, hatte eigentlich mit Bitcoin Gold nur ein negatives Event. Deswegen sehe ich keinen Grund, jetzt Ethereum aus dem Portfolio zu nehmen oder da irgendwie den Eindruck zu haben, dass die Aussichten nicht rosig sind. Als nächstes kommen wir zu Dash. Mit Dash bin ich weiterhin sehr zufrieden. Ist eine sehr ähnliche Situation wie bei Ethereum. Im Kurs hat sich nicht viel getan, der war relativ stabil. Die Entwicklung von Dash geht aber voran. Dash hat immer noch eine sehr gute Community. Ich halte immer noch sehr viel von dem Team. Man sieht sie auch viel auf Konferenzen. Also irgendwann wird, denke ich, auch Dash explodieren. Und man muss immer bedenken, auch Bitcoin hatte eine Phase, wo sich der Kurs im Prinzip jahrelang oder zumindest viele, viele Monate im langfristigen Trend kaum bewegt hat. Und dann hatten wir wieder eine Phase von ja, mehreren in kurzen Abständen aufeinanderfolgenden großen Runs, in der ich uns immer noch sehe. Es kann aber zum Beispiel passieren, dass Bitcoin wieder bei der 10.000-Dollar-Marke zum Beispiel, die halte ich da psychologisch wahrscheinlich für relevant, es kann sein, dass dann Bitcoin sehr lange um diese Marke herum oszilliert. Das ist ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte. Und genauso haben wir jetzt eben Dash und Ethereum schon relativ lange, vielleicht jetzt ein halbes Jahr fast, auf so einem Niveau. Und ich denke, irgendwann wird hier dann auch ein Breakout anstehen. Ja, das kann jetzt noch Wochen dauern, das kann Monate dauern, aber ich denke, es wird kommen. Und du denkst es wahrscheinlich auch, wenn du Vertrauen in die Kryptomärkte hast und sonst wärst du nicht hier. Deswegen sehe ich diese aktuellen Kurse, diese um die 300 Dollar.
Ethereum ist meistens etwas teurer als Dash. Das ist wohl unser neuer Standardkurs. Und hier kann man einsteigen, wenn man sehr langfristig denkt. Ansonsten auf die kleinen Dips warten, die immer kommen. Als nächstes kommen wir zu NIO. NIO war sicher das große, große Opfer der ganzen China-Problematik. Deswegen habe ich den Anteil auch etwas reduziert, denn klar, es blieb halt deutlich hinter den Entwicklungen oder den Erwartungen. Die Entwicklung blieb zurück. Aber ja, auch während sich ja, das Ganze abspielte, habe ich immer betont, das Team von NIO ist sehr kompetent. Ja, wenn eine chinesische Coin überlebt, dann wird es NIO sein. Und es sieht alles danach aus. Es gab jetzt auch schon Gerüchte, dass eben bald ICOs in China in regulierter Form wieder erlaubt werden und so weiter und so fort. Und dann wird NIO auch wieder sein Allzeithoch angreifen. Also da reden wir dann fast über eine Verdopplung vom aktuellen Kurs. Und ich bin da doch optimistisch. Natürlich kann dieser ganze Vorgang noch etwas dauern. Deswegen ist NIO auf jeden Fall ein Long-Term-Hold. Aber das ist bei NIO auch gar kein Problem, denn im Moment erhält man noch eine extrem hohe Verzinsung an Gas. Die ist wirklich relevant. Die bekommt man entweder auf dem Wallet oder bei einem Exchange, den ich dafür für NIO halten, sehr empfehlen kann. Und das ist Binance. Binance schüttet auch einmal im Monat Gas an alle Leute, die NIO halten. Halten aus, also man hat das dann auf dem Exchange und kann das Gas auch direkt traden. Link zu Binance, falls du den Exchange noch nicht kennst, findest du unten in der Beschreibung. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht, also ich habe da etwas NIO liegen und natürlich Binance Coins, denn diese Binance Coins bringen einem eben den großen Vorteil, dass die Gebühren dadurch sehr, sehr niedrig werden, wenn man sie darin bezahlt. Ist alles in allem ein sehr interessantes Projekt und ist wirklich auch sehr engagiert mit seiner Community, sehr aktiv. Ja, dann ist 10x aus meinem Portfolio geflogen und wurde durch Monaco ersetzt. Warum dem so ist, das klingt hier in meinem Video zur Regulierung an, da ich der Geschichte von Monaco Vertrauen schenke. Ja, diese Meinung, dass da was an Regulierung auf uns zukommt, in Sachen Tokens, die sich wie Wertpapiere verhalten, wie es eben 10x tut und Monaco tun wollte, aber jetzt nicht mehr tut, die wurde mir ein bisschen bestätigt in meinem Interview mit Alejandro Avila, als wir danach, das ist der CEO von Beluga Pay, als wir danach noch ein bisschen im Skype geredet haben, habe ich ihn dann auch nochmal danach gefragt und er sagt halt ganz klar, Beluga Pay schließt es aus in Länder, zu expandieren, indem es eben zu so Regelungen kommen könnte, damit sie sicher weiterhin ihren Token anbieten können, der sich wie ein Wertpapier verhält. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Für mich ist es aber der Schluss, dass Monaco im Moment einfach deutlich sicherer ist. Monaco hat jetzt auch den Visa Program Manager Status, heißt, gibt seine eigenen Visa-Karten heraus, nicht über einen Mittelsmann. Und ist damit auch wirklich solide, denn das war immer die große Frage eigentlich, die Monaco zurückgehalten hat. Und zum Schluss mit ARK noch ein weiterer Newcomer. Ich hatte das ARK gegen LISK, den Vergleich gemacht. Auch hier ist es wieder eine Smart Contract Plattform. Die sind jetzt in diesem Portfolio vielleicht leicht überrepräsentiert. Aber man kann natürlich auch nicht wissen, welche es schafft. ARK ist hier auch nur mit einem relativ kleinen Anteil vertreten und was eben für ARK sicher spricht, ist die momentan noch sehr, sehr niedrige Bewertung, der schnelle und transparente Entwicklungsfortschritt der Plattform und eben auch noch, dass das Delegated Proof of Stake System hier besser zu funktionieren scheint als bei LISK. Wenn dich dazu mehr interessiert, schau dir wie gesagt mein Video zu ARK und LISK an. Da erfährst du dann viele Details zu den Coins. Ich habe übrigens zu fast allen oder allen Coins, die hier aufgeführt sind in meinem Portfolio, schon Videos gemacht. Also wenn du Detailinformationen suchst vor deinem Investment, schau dir doch diese Videos an, um zu schauen, ob du wirklich auch denkst, dass die Coins sinnvoll sind. Und natürlich stelle wie immer
auch eigene Recherchen an. Dann haben wir wie immer die soliden Coins, die ich eigentlich erwähnen möchte, die es aber diesmal nicht ins Portfolio geschafft haben, aus diversen Gründen. Und das sind eben Stratis, obwohl es mittlerweile deutlich, deutlich niedriger bewertet ist als beim letzten Mal, aber die Entwicklung ist einfach unsicher. Ich selbst habe immer noch Stratis, aber bin im Moment nicht zu 100% glücklich mit, deswegen nicht im Portfolio. IOTA hat sich jetzt lange auf einem Kursniveau bewegt, wo ich gesagt habe, das ist sehr, sehr fair. Sehe jetzt aber nach der letzten Erholung wieder, ja, auch IOTA ging 30% hoch. In der mittleren Frist, vielleicht im nächsten halben Jahr, keine große Entwicklung mehr da, keine große Wertsteigerung. Deswegen aktuell nicht im Portfolio. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ist wieder bei fast $900 aktuell. Es scheint extrem von dem abgesagten Secure2x Hardfork zu profitieren. Trotzdem, obwohl ich es vorher drin hatte, habe ich es jetzt nicht mehr drin. Der Grund dafür ist, dass wir uns dem Februar 2018 langsam nähern. Und im Februar 2018 wird Coinbase allen Leuten, die eben auf Coinbase oder GDAX Bitcoins hatten und Bitcoin Cash hätten bekommen sollen im August, wird dann erst diesen Betrag gutschreiben, um den Leuten erlauben, Bitcoin Cash zu verkaufen. Und aktuell beim Kurs wie jetzt bin ich mir sicher, dass da extrem viele Leute innerhalb von wenigen Stunden und Tagen Bitcoin Cash verkaufen werden und der Kurs nochmal nachgibt. Das heißt, ich sehe in naher Zukunft einen besseren Einstiegszeitpunkt in Bitcoin Cash und eben natürlich, das bedingt ja einander, da auch wieder einen sinkenden Kurs. Über 10x haben wir schon geredet, warum es gegen Monaco ausgetauscht wurde und jetzt nicht drin ist. Da will ich die Entwicklung abwarten, wie es da eben mit der, ja, Gewinnbeteiligung, wenn man so will, weitergeht, mit diesem wertpapierartigen Token. Auch nicht drin ist OmiseGo. OmiseGo ist ein Token, den ich wirklich. OmiseGo, auch nicht drin ist OmiseGo. OmiseGo ist eine Coin, die ich wirklich sehr schätze, die aus Thailand stammt und die vermutlich auch zuerst dort expandiert. Ich habe mit Bekannten aus Thailand geredet und außerhalb von Bangkok stellt sich heraus, Thailand funktioniert nur über Bargeld, also vielleicht sehr ähnlich wie Deutschland. Das heißt, der Heimatmarkt für OmiseGo wird nicht so stark sein, wie ich vielleicht vermutet hätte. Ja, irgendwie ist naheliegend, okay, Asien, der Markt wird sich verhalten wie Japan, Korea, China. Dem ist wohl nicht so. Deswegen beobachte ich da die Situation ein bisschen, insbesondere was Expansionspläne und so weiter von OmiseGo angeht und werde das dann im nächsten Portfolio vielleicht wieder dabei haben. Wie immer hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn dem so war, like es doch, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast, und teile das Video mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollen. Wenn du darüber nachdenkst, den Channel zu unterstützen, Patreon, hier ist der Link, das ist der beste Weg. Vielen Dank schon mal im Voraus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.